So, Hallöchen. Heute habe ich mal eine Idee. Und zwar möchte ich mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man ganz viele verschiedene Kameras verwendet. Denn ich habe ja so unglaublich viele Kameras und warum nicht mal nutzen? Hallo. Ja, ach, ich finde es mega interessant. Ich muss ihn natürlich alle einschalten, so nacheinander. So. Bim. So, auch die geht. So. Was haben wir hier? Hallo, Leute. Und hier natürlich auch. So, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alle Kameras. Nein, es sind nicht alle, aber zumindest alle, die ich so im Moment nutze, an die Sony Alpha 6400. Dann habe ich hier die DJI Osmo Action. Dann habe ich den DJI Osmo Pocket. Ich habe die Insta 360 One X. Ich habe nach wie vor meine Canon EOS 750D. Ich habe meine Legria, Canon Legria. Leider nicht mehr die X. Und die muss ich immer wieder einschalten. Ich habe meine Insta Go. So, das sind mal so übertrieben viele Kameras. Einfach um auszuprobieren, was geht und was geht nicht. Aber ich kann euch sagen, so kameratechnisch, es geht eine Menge. Und das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd ist, ist der Ton. Klar, ich hätte mir jetzt wieder das Lavalier-Mikrofon dran machen können. Hätte ich weitergedacht, hätte ich das getan. Aber nein, ich nehme den Ton nur mit der Sony auf. Aber es ist echt mega, wie viele Kameras ich habe. Krass. Wow, ich glaube, es ist eigentlich schon zu viel. Ich wollte das einfach nur mal ausprobieren. So, alle Kameras in einem und ich hoffe, das funktioniert mit Multiclip, weil dann muss ich relativ wenig machen beim Schneiden. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich nämlich alles suchen, wo die Szenen zusammenkommen. Da hätte ich irgendwie so überhaupt keinen Bock drauf. Aber okay, es wird funktionieren. Ich bin der festen Überzeugung, es wird funktionieren. Na gut, und schon haben wir ein Video für den Tag produziert. Ja, ich weiß, eigentlich hatte ich was anderes vor, habe ich aber irgendwie nicht hinbekommen. Und dann hatte ich noch eine Idee, die ist aber noch nicht ausgegoren. Von da an musste ich mir was überlegen. Dann habe ich gedacht, ich stelle einfach mal alle meine Kameras zum Vergleich auf. Bam, gemacht. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Ciao.